Wir sind gestern hier bei der Lichtsparte angekommen, hier oben in der Drachenöde. Hier gibt es eine Quest. Die Säuberung von Jintar-Khala. Kreuzritter Valus bei der Lichtsparte in der Drachenöde möchte, dass ihr 15 Anhänger der Geisel von Jintar-Khala tötet. Seid vorsichtig. So, da können wir einfach hier rüber gehen. Und hier, jo. Ist ja egal, was wir killen. Da ist es halt praktisch, da stehen immer so drei Stück beieinander. Das ging flott, ne? Das geht richtig flott hier. So, geh mal da noch hin. Und kann ich den nicht plündern? Jetzt. Den, den, den und den. Gut, das war's schon. Also diese Quest gehört aber zu keinem Queststrang dazu. Das ist eine eigenständige Quest, die muss man nicht unbedingt machen. Wir haben sie jetzt halt gemacht, weil wir eh hier oben waren. So. Dann schauen wir mal hier drüben vorbei, weil hier drüben ist auch ein Außenposten. Ich weiß allerdings nicht. Horde, Allianz. Ob ich hier überhaupt Scharlachrote Wacht. Kriegen wir keine Quest für hier. Hier außen vielleicht? Nö. Gut, dann zurück zum Mymru-Tempel. Entschuldigung. Und die Tasche ist schon wieder voll. Eieiei. Wir brauchen davon nichts. Das kriegen wir eh gleich wieder abgenommen. So, eine Quest müssen wir unten abgeben. Hier drüben. Die mächtigen Magnatauren bringt Blutschmaus, Eisberster und Drachenblut, die sich östlich des Wimru-Tempels befinden, zur Strecke. Blutschmaus wohnt im südöstlichen Bereich der Dracheneiswüste, gleich nördlich des Smaragd-Drachenschreins. Eisberster patrouilliert an der nördlichen Grenze des Spiegels der Morgenröte. Drachenblut wandert am Fuße der Klippen westlich des Bronzedrachenschreins umher. Kehrt wieder hierhin zurück, wenn ihr sie besiegt habt. Ja, machen wir jetzt schnell. Also hier sind auch alle drei Punkte markiert. Wenn ihr niedrigstufig seid, die drei haben es in sich. Also ganz so einfach, wie man das gerne hätte, ist es mit denen nicht. Die haben auch 8200 Leben. Gut, das skaliert natürlich je nachdem, was für ein Level ihr habt, aber es würde auch einfacher gehen, weil ich glaube, der eine, der da unten ist, beim Smaragddrachenschrein hier unten, der haut einen bösen Debuff drauf. Haben wir den nicht auch mit unserem Horden-Dudu probiert gehabt? Wo wir da auch ewig gebraucht haben, bis wir den endlich geschafft haben. Ich glaube schon. So, wo ist er denn? Da nicht. Magnatauren Alpha, den brauchen wir nicht. Wir brauchen den hier. Blutschmaus. So, Quest beendet. Dann
direkt wieder zurück zum Würmrot-Tempel, Quest abgeben. Und ich werde mal schauen, wie wir hinkommen, weil das wird jetzt meine drittletzte Folge für heute sein, für die Aufnahmesession. Was führt euch hierher? Der zurückgezogene Runenmeister sucht Dregmar Runenbrand auf. Er befindet sich in der Nähe seiner Höhle auf dem Weg zu den Klippen am Spiegel der Morgenröte. Fordert ihn heraus und tut, was notwendig ist, um den Namen des magnataurischen Anführers herauszufinden. Und danach wieder zurück. Da drüben. Ja, für mich wird das die drittletzte Folge heute sein. Dann habe ich für fast 2 Wochen im Voraus aufgenommen. Das reicht dann auch. Das sind dann heute, glaube ich, 13 Folgen gewesen. Ja, also mehr muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Du? Blas in der verzierte Kampf von einem beim Ring aus Fackeln südlich des Schreins des blauen Drachenschwarms. Macht euren Frieden mit euren Göttern. Gromtar wird kommen. Okay. Ja, und zwar bin ich am Überlegen. Also wir haben jetzt ungefähr noch ein bisschen mehr als 2,5 Folgen zur Verfügung. Müssen noch in der feste Wintergarde komplett durchquesten. Sollte am Ende noch Zeit sein, werden wir... Moment. Rücksichtsloser Kriegsherr. Geh zum Fackelring südlich des Azurdrachenschreins und stoß in das geschmückte Kriegshorn. Besiegt Gromtar den Donnerbringer und bringt seinen Kopf zurück zu Aurastrasa im Würmrot-Tempel. Sollte dann noch genügend Zeit sein, werden wir zum Abschluss an die Drachenöde noch den Smaragd Schrein, Rubinsanktum und was war das andere? Ich weiß es nicht. Also die beiden Raids dann noch machen. So, wir müssen einmal hier reinblasen. Bei dem müsst ihr auch aufpassen, der hat auch böse in sich. Vor allem, der stößt euch zurück und nicht, dass ihr über die Klippe fallt. Deswegen den am besten mit dem Rücken zum Richtung Würmrot-Tempel dann bekämpfen. So. Drachen, Schwärmer, Frostkram. Was führt euch so, wir nehmen das hier. Hier vorne sind wir fertig. Wir müssen jetzt nach oben wieder. So, da bin ich, Gromi. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Ja, haben wir schon öfters gemacht. So, Tode von Gromi brauchen wir jetzt nicht machen. Hallo. Mantel von Itarius. Und die Drachenschwärme abgeschlossen. So, damit sind wir hier drüben auch fertig. Wir müssen jetzt zur feste Wintergarde. Die ist da drüben. Und da müssen wir dann unter Naxxramas questen. Wir fliegen aber mal ein Stück hier entlang, weil ich glaube Galgrim... Weil hier ist noch irgendwas ausgeblendet. Also es sieht so aus, als hätten wir Galgrim noch nicht entdeckt. Müssen wir das nachholen. Und... Na, komm. Da ist Galgrim.
Erkundet die Drachenöde. Sehr schön. Haben wir auch gemacht. Neuer Erfolg. Ja, für den Charakter neuer Erfolg auf dem kompletten Account habe ich das ja schon. So, hier unten ist die Quest, die wir abgeben können. Ja. Naxxramas und der Fall vom Wintergarde. Sprecht mit dem Greifenkommandanten Urik an der Greifenstation in der Feste Wintergarde. Der ist hier drüben. Da ist er. Flug des Verteidigers von Wintergarde. Rettet 5 hilflose Dorfbewohner von Wintergarde und kehrt anschließend zum Greifenkommandanten Urik in Wintergarde zurück. Ruft einen, um aufzusitzen. Okay. So, da drinnen gibt's auch noch eine Quest. So, hier. Meine alte Feindin, liefer den Kopf der Hochgeneralin bei Kommandant Eligor Morgenbringer in der Feste Wintergarde ab. Für die Allianz. So, das war's. Hier drüben noch eine. Oder kriegen wir die erst danach? Scheinen wir erst danach zu kriegen. Ach so, wir müssen nach Neuherdweiler. Ja, wir können ja erstmal die eine Quest hier machen. Hilflose Dorfbewohner suchen wir. Hallo? Oder sind die hier unten drin? Ne, hier durch müssen wir nicht. Hier müssen wir später lang. Also da müssen wir dann auch noch rein. Kommt aber noch. Hier drin vielleicht? Nö. Nö. Oder muss ich hier jetzt aufsitzen? Hä? Jetzt kam ich drauf. Keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat jetzt. So, wir müssen Dorfbewohner finden. Da ist einer. Komm. Hopp, hopp, hopp. So, da haben wir noch einen. Ich. Ich muss jeden einzelnen herbringen. Leute, das ist doch Kacke. Warum kann ich nicht mehrere mitnehmen? Fliegt nahe und fliegt anschließend. Okay. Heißt, wir müssen wirklich mit jedem Einzelnen hierher. Oh Mann. So, bitteschön. Gab es da nicht auch eine Quest, wo man mehrere auf einmal nehmen konnte? Aber ich glaube, das war mit irgendeinem Drachen. Da muss man, glaube ich, 3 Stück irgendwie retten und einer ist auf dem Rücken gelandet, einer war dann in der linken Kralle, einer in der rechten Kralle. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wo diese Quest war.
So, Bewohner. Da ist noch einer. Einmal schnell hin und zurück. Und dann war es nur noch einer. Und der Rest muss sehen, wo er bleibt. Wo haben wir noch einen? Da drüben. Ein Gnom, den rette ich nicht. Entschuldigung. So, den haben wir auch gerettet. Dann einmal selber runter. Abgeben. Kehrt zum Oberkommandanten zurück. Sprecht mit Hochkommandant Halford Wimbern in Wintergarde in der Drachenöde. Ziehe den Ehre, Freund. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Das Schicksal ist so, Rettung vom Marktplatz. Hochkommandant Halford Wimbern in der Feste Wintergarde in der Drachenöde möchte, dass es ihr 6 gefangene Dorfbewohner von Wintergarde befreit. Der Sprenggnom, sprecht mit Belagerungsingenieur Viertelblitz in der Feste Wintergarde in der Drachenöde. Das Schicksal der Toten. Kommandant Lenor Windstreich möchte, dass ihr 15 rachsüchtige Spuk getötet. Das sind die hier unten. Hier drüben ist jetzt eine Quest. Spuren der Vergangenheit. Zelig, der Visionär in der Feste Wintergarde in der Drachenöde. Ja, wo denn sonst? Möchte, dass sie seine Seherkugel holt. Okay. Wir gucken noch mal kurz, ob es irgendeine andere Quest noch hier gibt. Und ansonsten... Nein, doch hier drüben ist noch eine. Gesucht Kreuk Eidbrecher. Tötet Kreuk Eidbrecher und kehrt hierher zurück. Gesucht Hochschamane Blutpfote. Tötet Hochschamane Blutpfote und kehrt hierher zurück. Gesucht Ansturmkommandant Justus. Tötet den Ansturmkommandanten Justus und kehrt hierher zurück. Huiuiui. Zudem müssen wir noch hin. Beenden. Die Suche nach Schleicher. Sucht und findet Schleicher, dem Sprenggnom in den Minen von Wintergarde. Holt euch Viertelblitz Zielsuchroboter zur Hilfe, wenn ihr die Minen nicht finden könnt. Alles klar. Und das blutende Erz. Belagerungsingenieur Viertelblitz möchte, dass ihr 10 Proben des seltsamen Erzes aus der Mine von Wintergarde beschafft. Alter Schwede, haben wir jetzt eine Menge Quests hier. Gut, ich würde sagen, morgen machen wir die.